Steinaxt brennt. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Prey. Schon wieder der Fehler. Let's Play RimWorld. Bin ich immer etwas zu schnell. Episode 11. Mad-8-Bit World Wonder. Was? Doppeltes Risiko. Was war das? Risiko für Nervenzusammenbruch schwer? Mal 2. Okay. Wenn dieses Reh stirbt, wird es dann von den Schweinen gegessen? Jetzt mal schalten wir wieder das Gebiet für Horus aus. Und was haben wir hier? Biberleder. Sehr schön, diese Alpha-Biber, wenn wir sie jetzt nicht irgendwie verrotten lassen, weil ja die Hälfte an Leuten da irgendwie schon über die Hälfte sogar verletzt ist. Dann haben wir erstmal ganz schön viel Nahrung. Was ist denn da aus? Tobias Assassin und ein Schieferknüppel. Weaver hat sich vollständig erholt. Die erste gute Nachricht. Seit Tagen. Ingame-Tagen. Vorratskapsel, die nächste gute Nachricht. Jede Menge Eisen. Vielleicht sollten wir dann auch mal den Befehl erteilen, mehr Holz zu hacken, damit wir hier oben unsere Verteidigungsstruktur einrichten können. Und wo wir gerade von denen sprechen, sollten wir die vielleicht mal hier reparieren. Und hier dann erstmal einen kleinen Riegel vorschieben. Ich baue ja immer ganz gerne solche Bunkerwälle. Habe ich zwar noch nicht jetzt hier, aber in meinem ganz privaten Spiel habe ich das gemacht. Aber ich glaube, das ist... Zack, zack. Ich glaube, die sollten wir hier mal wegnehmen. Abbrechen. So. Das ist natürlich immer so eine Sache. Inwiefern bringen uns jetzt diese Sandsäcke was? Ich meine, man kann sich hier hinter der Wand verstecken. Nur hier kann halt aus großer Entfernung reingeschossen werden. Auf der anderen Seite verlieren wir dann halt auch unseren Winkel, wenn wir das da dicht machen. Und das wäre, glaube ich, nicht so gut. Ich glaube, wir sollten das mal so machen. Damit haben wir ja einen relativ großen Winkel. Eben können wir dieses Feld hier komplett bestreichen. Ob das ein guter Schritt wäre, ich weiß es nicht. Hier vorne nochmal. Doch, das machen wir mal. Von hier kann man ja nicht allzu sehr reinschießen. Kann man zwar schon, aber nicht allzu groß. Nee, das machen wir nicht. Wir warten erstmal ab, wie sich diese Verteidigungsstruktur hier etabliert. What? Och, nö, oder? Ach so, der greift zum Glück nur das Reh an. Kann das irgendwie sein, dass
Weaver behindert ist, also richtig behindert meine ich. Ja, rechter Fuß ist abgeschossen. Scheiße, na super. Wo wir doch von guten Botschaften sprachen. Och Mann. Kannst du den jetzt nicht wenigstens irgendwie platt machen? Nein, kann er nicht. Und weil er den Fuß vermisst und jetzt die Bumalope dazwischen läuft. Ja, sehr gut. Das ist ja richtig scheiße wieder mal gelaufen. Richtig toll. Das freut einen doch. Oh. Super, super, super. Einer der besten, die wir hier anzubieten haben, ist jetzt auch noch verkrüppelt. Ja. Toll. Ganz schön fordernd, muss ich sagen. Im Vergleich jetzt zur ersten Staffel, die ging doch recht gut. Zusammenbruch, Verwirrung. Petzer, Gesserer. Okay, Steinaxt ist wieder auf den Beinen. Okay, niemand hat die Fackeln aufgefüllt, auch schön. Ich hoffe, wenn wir die Elektrizität endlich entwickelt haben, dass wir dann auch wirklich Windmühlen haben. Und nicht nur so einen blöden Holzgenerator. Holzzellen. Solarzellen. Mein Gott. Nährstoffpasten, Klimaanlagen, Batterien. Batterien haben wir auch noch nicht. Oh. Oh Gott. Es wäre irgendwie schön, wenn man für Weaver so eine Gehhilfe bauen könnte. Klasse, der Kranke versorgt die Kranke, um sich dann selbst hinzulegen. Oh Mann! Das geht hier wirklich nicht in die richtige Richtung. Aber wenigstens forscht Steinaxt ordentlich an der Elektrizität. Und wir können endlich rausfinden, welche Technologien wir haben werden und welche nicht. Und mit Technologie meine ich nicht Elektrizität, sondern echte Technologien. Sowas wie Kabel, Lampe, Generator. Scheiße. Das Tal sieht ja auch nett aus. Niemand hält es irgendwie für nötig, hier zu bauen. Scout sollte unbedingt mitbauen. Sollte Weaver, der eh nicht sich bewegen kann, nicht bauen. Solche automatischen, solche Sentry Guns, die bräuchten wir jetzt. Ich weiß, dass die im Spiel auch möglich sind. Forschung abgeschlossen. Elektrizität. Erzeuge und benutze Elektrizität zum Kochen und andere einfachere Arbeiten. So, jetzt ist die Frage, was sollen wir als nächstes entwickeln? Hm.
Okay, die Klimaanlagen sind eigentlich das, worauf wir hinaus wollen. Das Ganze ist aber relativ witzlos ohne Batterien. Solarzellen wären natürlich auch extrem, extrem interessant. Strom. Befeuerter Generator und eine Windturbine. Okay, damit kann man leben. Produziert Strom durch Verbrennung von Holztreibstoff, muss von Hand aufgefüllt werden. Das ist extrem nervig und dumm. Aber mal ein Anfang. Ergo sollten wir als nächstes die Batterien entwickeln, damit wir die Elektrizität, die wir gesammelt haben, aus der Natur speichern können, um sie dann im Endeffekt in unsere Klimaanlage zu stecken. Also Schritt 1 Batterien, Schritt 2 Klimaanlage, weil das ist ja das Ziel, worauf wir hinaus wollten. Dann die Solarzellen, um das Ganze effizienter zu gestalten. Und ab geht die Post. So, eine Windturbine, sollten wir das überhaupt jetzt schon bauen? Ja, ich glaube schon, dass wir das tun sollten, oder? Ich meine, es spricht nichts dagegen, wenn die Ressourcen jetzt schon gebunden werden. Ein Generator, sollten wir den vielleicht hier mal einbauen? Sollten wir überhaupt Holz verheizen? Also ich würde sagen, zunächst sollten wir kein Holz verheizen. Auch schön, dass ich mir jetzt schon selber die Stichworte gebe. Redest du mit mir? Musst du ja, es ist ja sonst keiner hier. So, das Ding machen wir jetzt auch mal dicht. Ist jetzt vielleicht nicht so elegant, aber ich hätte das Gebiet schon ganz gerne mal abgeschottet, damit hier schon mal keine wilden Tiere und so weiter reinkommen. Leute! Wer die Novel hier zu lesen will, sollte mal Peter und der Wolf lesen. Und dann sollten wir doch vielleicht so eine Brenn so ein Brennmaterial hier aufstellen. Bedenklich, dass sie dieses Ding hier überhaupt nicht irgendwie aufbauen. Ich muss sagen, das finde ich aber auch echt extrem toll an diesem Spiel. Also Weaver, der sich jetzt wirklich für die Kolonie aufgeopfert hat, ist halt unglückliches Opfer der Geschichte geworden und hat jetzt nur noch einen Fuß. Das verleiht dem Ganzen natürlich eine richtige Biografie. Ich meine, ich habe jetzt zu Weaver zum Beispiel, also gut, der arme Weaver, aber ich habe eine wesentlich bessere Bindung zu dem, weil ich jetzt was mit ihm verbinde. Daher kommt das Wort ja auch, ne? Aber das sind eben diese Geschichten, die hier geschrieben werden vom Spiel, die ich ja auch anfangs so gelobt habe. Außerdem macht es mir unheimlich viel Spaß, mir diese Siedlung so dreidimensional mal vorzustellen. Mit dem ganzen, mit der Galerie hier in der Mitte, die auch schon wieder nicht mehr beleuchtet ist. So, da kommen jetzt Stehlampen rein. Wie war das? Jeder zweite, ne? Zap, zerapp. So, so, so. Oh je, das war Panthers Bett. Der braucht wohl kein Licht mehr. Ja, im Labor sollten wir doch jetzt schon eher auf die Effektivität setzen. Also noch keinen Strom installieren. Aber wir können ja schon mal Kabel verlegen. Durch das Schweinetal. Sollte man das wirklich jetzt offen liegen lassen? Warum nicht? Dann erfüllt die Galerie noch einen weiteren Zweck. Ist ja auch nicht so verkehrt. So, die bauen da unsere Gartenmauer zu Ende oder unseren Zaun.
Das ist auch was, was ich wirklich vermisse an diesem Spiel. Zäune. Ich hatte mir so einen Mod dazu runtergeladen, aber Teddy Lord sagte, es gibt auch noch viel, viel mehr Inhalte, die man aber dann wieder extra kaufen muss, worüber ich mich natürlich sehr, sehr freue. Jeder wird gerne verarscht, besonders in der Alpha. Natürlich auch irgendwie blöd, dass wir jetzt die Boomalopen hier eingesperrt haben, ne? Das Heimatgebiet, sehr schön, das ist schon erweitert. Machen wir das mal so. Pesa hat sich erholt, was ich sehr begrüße. Okay, das scheint ja hier schon Stahl. Ah, Bauteile, fehlen die noch? Kann ich mir jetzt irgendwie nicht vorstellen. Besuchergruppe. Eine Gruppe der Fraktion Organische Vereinigung der Osttor besucht deine Kolonie. Mit Dingsfellmützen hier. Nee, Teufelsgarnmützen. Wäre ja schön, wenn einer von denen bleiben würde. Am besten der hier mit diesem super Hightech-Helm. Energierüstungshelm. Es könnten sogar Söldner sein, die ich mir wahrscheinlich eher nicht leisten kann. Kann man irgendwie mit denen reden? Nö. Reiniger. Ah, okay. Ein durchschnittlicher Mensch. Ah, nahezu unverändert. Das bezieht sich also darauf. Diese Helme sehen irgendwie sehr nach Magneto aus. Schön, wenn dann unsere Welt irgendwann tatsächlich voll mit Bionics ist, ist derjenige, der keine Bionics-Intus hat, also ein durchschnittlicher Mensch. Da können wir uns alle schon drauf freuen auf diese Zeit. Schokolade! Das sieht natürlich irgendwie cool aus mit diesen Teufelsgarnmützchen. Das könnte man sich mal so zu eigen machen, anstatt roter Baretts. Besucher verzupfen sich wieder. Ah ja. Ich hoffe, Otter kann auch ganz gut bauen. Was sind denn ihre Skills? Die Windturbine ist fertig. Und die Forschung für die Batterien ist auch fast schon abgeschlossen. Super. Ja, fast schon abgeschlossen. Ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber es geht voran. Was ist das? Na, die Hälfte nicht wirklich, ne? Ja, mittlerweile. Ungefähr ab hier wäre so die Hälfte, ne? Das sieht echt heiß aus, auch mit dem Blut. Das wäre doch jetzt wirklich mal hier der perfekte Moment, die Viecher da abzuschlachten, oder? So, Steinaxt schnappt sich jetzt mal die gute Pistole. Kriegt erstmal ein Trauma, weil er an der Leiche vorbeirennt. Und dann, wie wäre es mit den Boomalopen? Hm?
Steinaxt brennt. Okay, dann würde ich sagen. Zonen. Erweitern wir mal den Heimatbereich. Ich hätte nicht gedacht, dass das so sehr brennt. Lecker Bumalopenfleisch. Das ging doch ausnahmsweise mal glatt. Wenn die denn jetzt auch noch mal die Mauer in diesem Leben irgendwann abschließen würden. Aber wäre das ja ganz gut, ne? Blockiert durch Eiche. Wieso ist das durch eine Eiche blockiert? Heißt das jetzt, der Wind ist blockiert oder das Rad ist blockiert? Es wäre natürlich auch extrem toll, wenn jetzt, ja, ich denke mal, wir müssen... Ah, das ist mit dem neuen Update dazu gekommen, schätze ich mal. Tiergebiet, 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 Tiergebiet. Tiergebiet. Arbeitsgebiet. Erweitern. Der bunte Ball ist wieder da. Tiergebiet erweitern wir mal so. Und dann werden wir das... War das jetzt das Tiergebiet? Tiergebiet. Pfeffer. Tiergebiet verkleinern. Die Mauern und den ganzen Grusch entfernen wir mal. Sonst wäre die Mauer ja irgendwie witzlos. Den Bereich sparen wir auch mal lieber aus. Ich weiß ja nicht, wie groß, also wie hoch oder wie tief die Turbine sitzt. Nicht, dass wir dann im Endeffekt hier noch Schweinegeschnetzeltes haben, bevor wir es überhaupt wollten. Steinaxt Warrior hat sich erfolgreich erholt, vollständig erholt. Zeit für einen Schluck Kaffee. Vorratskapseln. Anscheinend hat das Spiel selbst Menschenfleisch. Lecker. Toll. Super. Aber Marmorblöcke. Hey. Hey, oh, hey. Wie die Italiener an dieser Stelle gesagt hätten. Klasse. Menschenfleisch. Wobei, eigentlich könnten wir das ja... Wer wirft denn sowas als Vorrat ab? Obwohl vielleicht diese komischen Aliens. Keine Ahnung. Wir könnten eigentlich das Menschenfleisch in diese Schweinegehege tun. Züchten wir uns dann menschenfressende Schweine? Ich weiß es nicht. Aber wenn, sehen wir das überhaupt erst in der nächsten Folge, denn an dieser Stelle sind wir... am Ende unserer jetzigen Folge angelangt. Vielen Dank fürs Zusehen. Und ihr wisst es ja, lasst doch mal ein Däumchen da und abonnieren. Euer 8-Bit World Wonder.